Hallo Sedat, vielen herzlichen Dank, Hallo, Sedat. Hallo, Servus. Hallo. danke, dass du dir die Zeit nimmst und mit uns heute sprichst. Du hast uns diverse Videos zugesendet. Ein paar davon finden wir sehr spannend. Erzähl doch vielleicht mal von diesem Kugelobjekt zuerst, das du da gefilmt hast. Ja, also mit dieser Kugel, weiße Kugel. Ich bin Wohnzimmer, gucke Fernsehen. Dann kommt mir so Gefühl, ich möchte Fenster. Dann ich gehe in meine Küche, Fenster. Draußen Wetter sehr schön. Keine Wind nicht, blauer Himmel. Und dann ich gucke Himmel so, sofort habe ich das gesehen und sofort habe ich das gemerkt, dass keine Flugzeug. Weil hier Düsseldorf und Dortmund Flughafen ist näher hier, fliege viele Flugzeuge. Dann habe ich das sofort gemerkt, dass kein Flugzeug. Habe ich meine Kamera genommen und dann Video gemacht. Links, rechts bis links, fliege ganz langsam. Und ich atme nicht, dass meine Hand zittert so. Ich habe meinen Mund zugemacht, nicht atmen, das Video schön ist. Ja. Und dann 30 Sekunden später, ich habe das gesehen, fliege zuerst und dann bleibe. Dann kommt mir aufgeregt so. Das habe ich gesehen, bleibe Himmel. Dann habe ich das Video zugemacht, Ende gemacht. Dann mache ich das zweite Video. Das ist ein bisschen kurz, so kann sein 1 Minute 30 Minuten oder 15, 1 Minute 30 Sekunden. Fliege weiter und dann Wolken rein. Dann sehe ich nicht. Die zweite Video habe ich auch das zu Ende gemacht. Dann ich gucke, dann kommt noch zwei Stück so, diese weiße Kugel. Dann habe ich das zweite Video gemacht, Ende gemacht und dann kommt noch eine. Diese dritte Video ist ein bisschen lang, so kann sein 3 Minuten. Diese weiße Kugel fliege, bleibe und dann ich mache Zoom so ein bisschen zurück, näher, dann habe ich ein bisschen verloren, diese weiße Kugel. Ich suche mit Kamera. Dann habe ich gefunden. Aber dann ich sehe, oben kommt noch eine. Unten bleibt und oben kommt langsam näher die andere. Dann ist sehr näher geworden und dann eine rund so fliege und dann fliege eine rechts, eine links weiter so. Ja, dann habe ich das gesehen. Ich habe das bisschen Panik gemacht, wieder ausgemacht Video, dann die letzte Video, vierte Video. Ich suche diese weiße Kugel. Suche finde ich nicht. Dann zwei Flugzeugflieger, einmal rechts, einmal links so. Dann habe ich das nicht gefunden. Habe ich Video ausgemacht. Und dann habe ich meine Video geguckt. Vielleicht 15, 20 Mal geguckt. Dann ich sehe da 40 Sekunden. Anfang die Video, vierte Sekunden. Flugzeug unten, diese weiße Kugel. Und oben eine puro UFOs. Fliege rechts bis links. Sehr schnell. Aber da muss sehr langsam gucken. Vierte Sekunden, 28. Sekunden,
33. Sekunden, 1 Minute 40 Sekunden und 1 Minute 10 Sekunden. Ich habe 5 UFO gesehen. Mhm. Bisschen verschiedene so. Ich weiß nicht, ob Sie das auch gesehen haben. Ja, aber diese Dinge könnten eventuell Insekten sein oder etwas Ähnliches, das sehr nahe an der Kamera vorbeigeflogen ist. Was denkst du dazu? Weil du hast es ja von Auge auch nicht gesehen, oder? Nee, Auge habe ich nicht gesehen. Das sind so schnell. Da gibt es auch Bienen auch. Ich habe so oft gesehen, Biene, 1 Minute, 50 Sekunden, Biene auch so schnell. Wie habe ich das gefunden? Ich mache meine Kamera, Video, Stop. Langsam habe ich das geguckt und Foto gemacht. Mhm. Als ich Foto gemacht, da sehe ich diese Metall so, UFOs Metall. Und Puro auch. Mhm. 28. Sekunden, eine weiße Kugel. Fliege sehr schnell. Und dann bewegt sich eine andere Richtung. Was mich mal wundernehmen würde, was hast du für eine Kamera? Denn die hat einen sehr, sehr guten Zoom. Also du kannst sehr die Dinge nahe heranholen. Vorher habe ich auch, ich habe diese Kamera neu gekauft, Nikon Colpix P1000. Ja, habe ich vermutet, ja. Das habe ich extra gekauft, dass ich weit weg näher sehe. Also ich bin, das ist meine erste Kamera. Ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert. So, meine erste Kamera, vorher habe ich auch 3-4 Mal UFO gesehen. Aber keine Kamera, eine alte Handy. Dieser Handy ist auch ein bisschen neu. Vorher habe ich alte Handy. Und dann habe ich, ich war arbeitslos. Dann habe ich gesagt, wenn ich arbeite, sofort, ich kaufe eine Kamera. Dann habe ich gekauft. Ja. Aber diese weiße Kugel, das ist 30. August. Mhm. Mittags 13 Uhr. Vorher habe ich auch 2 Videos gemacht mit Handy. Mit Hände. Und das, ich dachte, das sind Flugzeug, habe ich kurz gemacht. Aber ich gucke Video nachher, dann habe ich sofort gesehen, keine Flugzeug. Ich warte Bushaltestelle, ich laufe zuerst Arbeit und dann Bushaltestelle. Dann habe ich ganz kurz gemacht, vorher habe ich gesagt, das Flugzeug ausgemacht. Ich bin im Bus und dann 5-6 Haltestelle, ich ausstehe, laufe meinen Arbeitsplatz, dann habe ich die zweite gesehen, mhm, wo die Licht macht mit Handy. Aber diese weiße Kugel, 7-9 Stück, 2 Tage später habe ich das alles gesehen. Ja. Diese 9 Stück, die hast du von Auge gleich gesehen oder musstest du suchen? Wie muss man sich's vorstellen? Auf der Kamera ist. Ich habe das, zuerst habe ich ein Stück gesehen. Mhm. Das habe ich Video gemacht. Und dann im Wolken rein, ich dachte, es ist weg. Dann habe ich Video ausgemacht. Und dann ich gucke weiter, da kommen noch 2. Dann habe ich wieder Video gemacht. Ja. Mhm. Zweite Video. Und dann, das geht so weiter. Diese 2 Kugeln sind auch weg. Dann kommen noch 2 Stück. So habe ich also ungefähr 7 oder 9 Stück. Mhm. Wie hoch hast du die eingeschätzt von Auge? Was denkst du? Waren die so hoch wie ein Flugzeug auf Reisehöhe? Oder ungefähr Flugzeug, wo die Flugfliege unten Wolken, ja, oder ja, genau Wolken. Also nicht sehr weit, auch nicht sehr näher, genau wo die Flugzeugfliege. Mhm. Aber ich habe das schockiert so,
diese weiße Kugel, wie kann das fliegen und dann bleibt einfach so? Mhm. Das hat mich schockiert. So. Und ja, die das ist zweite, typisch für UFOs. Ja. Die bleiben stehen. Diese oben, das ist, wenn Sie das zweite Video Ende gucken, da sehen Sie auch zwei Stück so. Mhm. Eine unten, eine oben. Das habe ich alles Foto gemacht, von Video Foto gemacht. Eine oben, eine unten. Aber eine Video, dritte Video. Eine bleibt so, die andere oben, kommt die zweite, fliege ganz langsam runter, runter, runter. Ja. Dann habe ich diese dritte Video, habe ich das gesehen. Ich habe Panik gemacht. Habe ich Video ausgemacht, dann vierte Video gemacht, aber vierte Video war 38 Sekunden nicht gut. Da habe ich richtig Panik gemacht. Und diese Video, vierte Video, die zwei weiße Kugeln sehr näher und dann fliege so einmal rund, wartet mhm. und dann fliege so eine links, eine rechts, so weiter. Ja, und dann die letzte Video habe ich gesucht, aber die letzte Video, wenn Sie das sehr langsam gucken, diese weiße Kugel, Flugzeug oben, unten ist diese weiße Kugel. Und 40 Sekunden oben Flugzeug, fliege sehr schnell eine Puro, groß wie Flugzeug. Was ist das? Ein Puro? Ein Puro UFOs. Ist groß wie Flugzeug. Und was sagst du? Puro? Was ist das? Also viele sagen Puro, diese schwarze, lange UFOs. Zigarre? Zigarre, genau. Ja. Genau. Ah, das hast du, aha, okay. Das oben, unten Flugzeug, unten weiße Kugel. Mhm. 40 Sekunden. Ja. Aber das muss sehr langsam ja. So. Rechts bis links fliege so Richtung. Ist auch groß wie Flugzeug. Also das ist keine Mücke oder eine mhm. Biene oder eine Tiere. So. Ich weiß, wenn Kamera so eine Mücke oder Biene so fliege, das fliege auch so schnell. Im Kamera sieht man das auch. Ja, das also, könnte aber auch ein Vogel sein. Oder Vogel sein, aber keine Vogel. Ich habe Video Foto gemacht. Ja. Ist groß wie Flugzeug. Und Flugzeug unten gibt es eine, diese weiße Kugel, wo ich gesucht habe. Aber von Auge hast du diese schwarze Zigarre nicht gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Das ist so schnell. Eine Sekunde, also ich bin Amateur so, wo die Flugzeug so fliege. Eine Sekunde, vielleicht fliege 250 oder 300 Kilometer. Du hast gesagt, du bist in der Nähe von Flughäfen. Wie weit sind die ungefähr von dir weg? Also, hier ist Ruhrgebiet, Gelsenkirchen. Ich wohne in Gelsenkirchen. Ja. Düsseldorf Flughafen und Dortmund Flughafen. Mhm. Wir sind genau Miete so und fliege jede Stunde zwei, drei oder vier Flugzeuge. Jeden Tag, ich sehe sehr viele Flugzeuge hier. Ungefähr, kann sein, 27 oder 30 Kilometer hier oder 35 Kilometer. Mhm. Okay. Sedat, hast du früher schon mal so UFOs gesehen oder gefilmt? Wie bitte? Hast du früher, vor Jahren, schon UFOs gesehen? Sehr viele. Sehr viele. Anfang habe ich gesehen, 6 Jahre alt oder 7 Jahre alt. Aber diese 2020,
2020 habe ich vor der Kamera, meine Kamera, ich habe noch zwei UFO gesehen, aber da habe ich Handy. Ich habe einfach nur so geguckt. Gar nicht. Hast du mal ein UFO von nahe gesehen? So, als du ein Kind warst oder später, das ganz nahe kam oder gelandet ist? Nee, habe ich nie gesehen, aber im Himmel so oft gesehen. Ja. Zum Beispiel mit dieser Kamera habe ich gekauft, 29. Mai habe ich Mond geguckt, ich wollte Mond sehen, 22 Uhr ungefähr. Hier meine Fenster, ich könnte sehen. Und dann habe ich meine Kamera genommen, für Mondkrater zu sehen, näher etwas. Ungefähr diese Video ist so 3 Minuten 15 Sekunden ungefähr. 2 Minuten 49 Sekunden. Dann links bis rechts fliege sehr schnell. Ja. Da muss ich dazu sagen, das habe ich oder wir auf unserem Teleskop auch schon gehabt. Und das ist ja nur ein Schatten eigentlich, der durchfliegt. Also man sieht ja keine Kontur, kein Objekt in dem Sinne. Und ich habe mich immer gefragt, sind das nicht Vögel oder vielleicht Fledermäuse in der Nacht? Weil auch da wieder, man hat ja eine starke Vergrößerung. Wenn da eine Fledermaus in ein paar Metern drüber fliegt, dann könnte das so ausschauen. Weil solche Dinge haben wir auch schon gefilmt. Also. Ich dachte auch, dass es so zuerst, das ist so klein, fliege sehr schnell zuerst. Ich dachte, das ist auch Vogel. So, ne? Hab das Video ausgemacht und dann von Kamera meine Handy genommen. Dann ich gucke, also sehr, sehr langsam, plus habe ich Video, Foto gemacht. Keine Fliegemaus oder eine. Ja, wenn das eben so schnell fliegt, dann die Kamera macht ja 25 oder 30 Bilder pro Sekunde. Jetzt, wenn das so schnell fliegt, dann gibt es natürlich aus etwas Kleinem ein länglicher Strich. Also man sieht dann nicht mehr die Flügel oder sowas. Also ich bin da nicht ganz sicher, ob das nicht doch ein Vogel oder eine Fledermaus war. Also wenn nicht, dann haben wir 10 solcher Aufnahmen. Also. Das auch geguckt, gesehen, diese Mondvideo? Ja, ich habe es angeschaut, ja, klar. Ja. Und es schaut einfach sehr ähnlich aus wie das, was wir schon mehrfach drauf gehabt haben auf unseren Aufnahmen. Sedat, vielen herzlichen Dank, das war sehr spannend. Danke für die Erläuterungen, für den Mut, dich hierher zu setzen. Und wenn du wieder was hast, bitte melde dich wieder bei uns. Ja, melde ich nochmal. Ja, super. Vielen Dank, Sedat, auch von meiner Seite. Danke. Alles Gute. Alles Gute. Dir auch.